geht unsere Fahrt weiter von Santiago de Chile aus nach Mendoza in Argentinien. Eine beeindruckende Fahrt über die Anden wartet auf uns. Wir nehmen die Route 60, die auch als Transandenroute bekannt ist und von Valparaíso über Santiago bis nach Mendoza führt. Sie zählt zu den schönsten Routen der Welt. Zwischen Santiago und Mendoza liegen etwa 350 Kilometer. Der Weg steigt von Chile aus über Serpentinen steil an. Die Strecke führt vorbei am Aconcagua. Mit einer Höhe von 6.962 Metern ist er der höchste Berg Südamerikas, auf der Südhalbkugel und außerhalb von Asien. Am Scheitelpunkt der Anden passieren wir die argentinisch-chilenische Grenze. Wir reisen im Sommer. Die Schneegrenze hat sich auf fast 5.000 Meter zurückgezogen. Des Uspallata-Tales auf der argentinischen Seite erreichen wir nach etwa sechsstündiger Fahrt die Stadt Mendoza.